Heute, den Montag um 13.30 Uhr, ereilt uns ein Notruf, wo wir auf die Staatsstraße 4, Kreuzung Klitschma-Czernitz, gerufen wurden. Bei Eintreffen stellte sich ein Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW dar. Der PKW-Fahrer wurde von den Feuerwehrkräften mittels Sofortrettung gerettet und dort wurde mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen. Diese wurde dann durch den eintreffenden Rettungsdienst und Notarzt fortgeführt. Wir waren mit 20 Einsatzkräften an der Einsatzstelle von der Feuerwehr, hinzukommen die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes. Für die gesamte Dauer des Einsatzes war die S4 komplett gesperrt. Der schwerstverletzte Fahrer des PKWs wird nun mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht und die Ermittlung zum Unfallhergang obliegt nun der Polizei.